Wir haben nicht nur eine wunderbare Wiesn, sondern wir haben auch herausragende Festwirte. Und deswegen freut es mich ganz besonders, dass heute bei uns die beiden Herren Schottenhammer sind und auch die Familie Inselkammer ist, die mit ihren Festzelten, einmal Schottenhammer und einmal Ambrustschützen, hier tatsächlich großen Erfolg leben. Die Auszeichnung ausgezeichnetes bayerisches Festzelt bedeutet mir sehr viel, denn meine Familie ist ja tief verwurzelt, auch in Bayern, in Oberbayern. Und wir legen auch in unseren ganzen Unternehmungen sehr viel Wert auf Produkte, die aus der Region kommen. Und genauso jetzt hier auf der Wiesn ist es schön, dass wir das damit beweisen können, dass wir ein regionales Unternehmen sind. Gratulation, herzlichen Glückwunsch, alles Gute, weiterhin. Es ist schön, dass wir zu diesen zwei Ausgezeichneten gehören, und es ist für uns aber auch eine Aufgabe, mit diesen Kriterien, die hier angesetzt werden, auch weiterzumachen. Ich glaube, das Besondere am Festzelt bei uns ist, dass der Schottenhammel schon in der vierten Generation geführt wird. Die fünfte Generation ist schon da, und wir führen die Tradition so fort, dass wir das, was erhaltenswert scheint, erhalten wird, aber dass wir mit der Zeit gehen und immer neue Entwicklungen aufgreifen. Und da waren wir jetzt bei der ausgezeichneten bayerischen Küche bzw. beim ausgezeichneten bayerischen Festzelt, waren wir mit die Vorreiter. Das Regionale ist wichtig, Bio ist wichtig, die Qualität ist entscheidend. Und es ist ja ganz bezeichnend, dass gleich zwei große Festzelte diesen Preis bekommen haben. Denn so manch einer hat gedacht, naja, bei der Masse, die die an Händel brauchen, beim Fleisch brauchen, da geht es überhaupt nicht. Und heute ist der Beweis erbracht, es geht. Das Ziel war, zusammen mit dem Landwirtschaftsministerium regionale Produkte und die Gastronomie zu verbinden. Das ist für uns ganz wichtig, weil wir der Meinung sind, dass in Bayern hervorragende Lebensmittel produziert werden. Wir wollen gerne, dass möglichst viele Festzelte nicht nur auf der Wiesn, sondern in ganz Bayern bei allen großen Veranstaltungen sich dieser Auszeichnung anschließen, weil das wäre ein wunderbares Signal für alle.